Dein Sound. Deine Stadt. Mathe 1. Die neue Radiosendung bei Radio Hanau. Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Mit mir, Jens Gottwald. Und mir, Kevin Krichton. Einschalten. Jeden Samstag ab 13 Uhr. Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung Mathe 1 von Radio Hanau. Heute bei uns zu Gast der aus Fernsehen und Theater bekannte Schauspieler Hartmut Volle. Lieber Hartmut, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ich freue mich drüber, ja. Ja, Hartmut, im Schwarzwald geboren, Pfarrer war vom Vater für dich als Beruf vorbestimmt. Dann kam es zur Schreinerausbildung und einem Schicksalsschlag. Und heute, ja, bist du beim Theaterspielen. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz, was war das für ein Weg, wie kam das alles dazu? Krumm und schief, wie ich es liebe. Es ist, war nicht vorhersehbar. Wir waren 8 Kinder, 5 Jungs, 3 Mädels und naturgemäß wollte mein Vater, dass da einer auf der Kanzel landet. Aber nix da, alle haben sich in andere Richtungen entwickelt. Ich war zwar auf einer Klosterschule, ich sollte also wirklich, ich saß am Platz von Hermann Hesse im Kloster Maulbronn und habe dann kurz vor dem Abitur einen absoluten Rappel gekriegt. Ich habe gedacht, dieses schwäbische Gefängnis wird mir zu eng, ich muss mich befreien. Und meine Schwester war damals in Detmold, hat Musik studiert und ich habe gesagt, rette mich. Und sie hat die Hand ausgestreckt und ich landete beim Zivildienst in Bethel. Das ist bei Bielefeld in der Psychiatrie. Bin selber fast verrückt geworden, aber ab da ging der Weg weg aus dem Schwabenland. Ich habe dann Soziologie studiert, das war die erste große Ausbildung, die ich auch beendet habe. Ich bin Soziologe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nein, diese Wissenschaftsmenschen, das liegt mir nicht. Und ich war damals sehr stark linksorientiert und bin das heute auch noch, sage ich so. Und da war die Parole neben dem Studium auch eine Praxisausbildung. Und dann habe ich eine Schreinerlehre gemacht. Und dieser Schicksalsschlag war eben 3 Wochen vor der Gesellenprüfung. Kreissäge, 2 Finger weg. Und das war wie so ein Haltepunkt. Jetzt hör mal auf, so durchs Leben zu rasen. Denk mal drüber nach, welche Richtung es werden könnte. Ich hatte da bereits 2 Ausbildungen hinter mir und habe dann mit meiner damaligen Freundin gesagt, das Theater lockt mich. Und dann habe ich eine Ausbildung, sehr spät, eine 3. Ausbildung begonnen in Berlin, eine private. Und das ist bis heute mein, ja, das innere Feuer geblieben, das in mir lodert. Das klingt sehr gut und du sagst gerade, das Theater lockt mich, das Feuer lodert. Was macht für dich die Faszination des Schauspielens aus? Natürlich gehört dazu der Wille, sich zu zeigen. Schauspielen, das ist nicht eine Sache, die man in sich reinfrisst, sondern eine gewisse Form von Egozentrik gehört natürlich dazu und der Spaß am Spielen. Und das, der ist geblieben. Ich glaube, das Kind im Manne lebt. Und das will ich auch immer wieder füttern. Und da passiert jetzt so viel in diesen Jahren. Es sind ja mittlerweile fast 40 Bühnenjahre und Filmjahre, dass ich sage, solange die Birne und der Körper mitmacht, weiter so. Augen auf und weiter. Ja, du sprichst es an, 40 Jahre. Du bist dabei auch noch sehr breit aufgestellt. Lesungen mit Begleitung, mit Musik, ohne Begleitung, ja. Musicals, ja. Dann haben wir Theaterbühnen, ja. Verschiedenste und natürlich, du drehst auch noch Filme. Ja. Wie kommt es dazu, dass jemand dann so breit aufgestellt ist? Was hält dich da an der Stange, um das alles zu machen? Ich glaube, der Beruf des Schauspielers hat sich auch sehr gewandelt in einer Zeit, wo sich alles wandelt. Ich meine, können wir in andere Berufe gucken. Früher hat man in einem Betrieb angeheuert und ist bis zur Rente da geblieben. Das hat sich komplett verändert und natürlich bei uns auch. Früher war das so, dass man da beispielsweise im Theater in Mannheim begonnen hat, hat man vielleicht noch einmal gewechselt nach Bochum oder nach Berlin oder so. Das war es aber so. So ist aber der Beruf heute nicht mehr. Und ich glaube, nicht nur der Schauspielerberuf, sondern alle Berufe, du bist aufgerufen, dich umzuschauen. Du musst verschiedene Standbeine entwickeln. Es ist nicht mehr so, dass du gesichert bist und dann deine Rente abholst. Gar nicht. In Amerika wird es schon vorgelebt seit Jahren, dass die Leute 3-4 Jobs haben. Und so habe ich, das war eine bewusste Entscheidung, als ich vom festen Engagement weg bin, 98, ich bin jetzt 24 Jahre frei, genau, und habe eben
auch aus der Not heraus. Da gab es Monate dabei, da kam nichts oder 500 Euro rein mit einer Familie für 4 Köpfe. Mach das mal, da kannst du gleich Blut spenden gehen. Ne? Aber ich habe dann... Das klingt auf jeden Fall abenteuerlich und das anstrengend. Das war's auch. Ja. Und da gab es, das sind Wellenbewegungen. Wenn man sich in diese freie Wildbahn begibt, muss man gewahr sein, dass es auch tiefe, tiefe Tiefen gibt. Und ich habe trotzdem an das geglaubt, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn du etwas machst, was mit dir zu tun hat, nach innen mit dir zu tun hat, dann wirst du da auch erfolgreich, auch wenn das dauert, auch wenn es Krisen gibt. Aber diese Verbindung nach innen, dass ich das, was ich tue, in meinem Alltag, in meinem Beruf, das muss ich mit der inneren Beteiligung machen. Erstens bin ich sonst schlecht und zweitens kippe ich bei der ersten Krise aus dem Latschen. Das ist meine feste Überzeugung und darum auch die Suche. Darum war das der dritte Beruf, den ich endlich gefunden hatte, wo ich dachte, da kann ich vielleicht was werden. Bin auch so einigermaßen was geworden. Ich bin jetzt auf dem Weg, langsam ein Schauspieler zu werden, würde ich mal so sagen. Das dauert halt alles. Aber ich weiß, dass es mich erfüllt. Und das hält mich auch fern von Krankheiten. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr zufrieden und aus meiner Perspektive sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt von all diesen Veränderungen reden, deines Berufsbildes und was du gerade auch mit Krisen geschildert hast, was wäre so für dich das Wichtigste oder was würdest du, vielleicht 2, 3 Punkte sogar, jungen Menschen mitgeben, die Schauspielerin, Schauspieler werden wollen? Also jetzt mal, ich glaube, da läuft auch was schief. Es werden viel zu viel gute Schauspieler ausgebildet. Der Markt gibt nicht so viel her. Dadurch haben wir auch ein großes Heer von arbeitslosen Schauspielern. Es ist ein und Schauspielerinnen. Man muss sich genau überlegen, ob man das will. Der Konkurrenzkampf ist mächtig hoch. So, das ist erstmal die Vorwarnung. Die habe ich auch meiner Tochter gegeben. Sie hat es trotzdem gemacht und dreht jetzt und ist am Theater in Braunschweig engagiert. Ich habe mich überzeugen lassen von einer Sache, die ich auch jungen Menschen mitgeben würde. Wenn man was in sich fühlt, was man wirklich machen will, machen. Nicht denken, ist es ein verwertbarer Beruf, sondern ich glaube, sowas zu finden, ich habe viel zu oft gehört in dieser Zeit, wenn du mit jungen Leuten sprichst, keine Ahnung. Dieses Wort keine Ahnung, was ja in jedem zweiten Satz vorkommt, bringt mich inzwischen auf die Palme. Wir müssen uns eine Ahnung verschaffen, wenn wir in diesem Wirrwarr von Welt zurechtkommen wollen. Orientieren, was will ich? Orientieren, aber nicht nur beruflich, sondern auch, wie will ich mit Menschen umgehen? Unsere Welt leidet an einem irrsinnigen Egoismus der Einzelnen. Jeder guckt noch, dass er irgendwie durchkommt. So funktioniert aber eine soziale Welt nicht. Das ist meine große Überzeugung. Und insofern habe ich, als meine Tochter dann gesagt hat, sie will Schauspielerin werden, habe ich gesagt, ja, ich stütze dich, aber es wird ein harter Weg. Und sie hatten begonnen und ich sehe mit Wohlwollen und mit Stolz und manchmal mit Tränen in den Augen, wenn ich ihr zugucke, wie sich ein junger Mensch in diese Welt hineinkämpft. Ja, und du hast ja auch gerade gesagt, du hast noch gelernt, dass man wirklich das machen soll, für was man brennt. Weil erst hast du ja davon abgeraten, weil ne, schwieriger Markt, viele arbeitslos. So ist es. Und dann hast du gesehen, sie hat dafür gebrannt, hat sich gegen Papa durchgesetzt. Absolut. und geht jetzt erfolgreich den Weg. Also ganz, ganz tolle Sache, tolle Geschichte an der Stelle. Ja. Top. Ja, bei all dem Engagement, auch jetzt wieder große Familie, wird natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, wie kriegst du diese vielen Facetten mit Familie unter einen Hut? Wie gelingt das? Also es gelingt mit Sicherheit nicht dadurch, dass man sich einen langfristigen Plan macht. Es gibt dieses schöne Wort von der Mensch denkt, Gott lenkt, so kennen wir dieses Sprichwort. Ich habe es abgewandelt mal gehört und es gefällt mir viel besser. Der Mensch denkt, Gott lächelt. Das finde ich viel sinnvoller, weil was wir mit unseren Plänen anstellen, kommt meistens eh anders. Also, was folgt daraus? Daraus folgt, dass ich das, was ich im Moment tue, überprüfe. Ist das richtig? Verträgt sich das mit beispielsweise mit Familie? Kommt da jeder zu seinem Recht? Und dann kann man entwickeln, mittelfristige Perspektiven. Aber diese großen Ziele, beispielsweise unser Sohn, ich habe ein zweites Kind, nicht nur meine Tochter, unser Sohn ist mit 18 schwerst verunglückt.
Das sind alle Pläne pulverisiert. Das ist alles in der Luft. Ich kann ihm nur von Tag zu Tag zugucken und alle meine Daumen, die noch in der Hand habe, drücken, dass es ihm gut geht, dass er ins Leben zurückfindet. Das zum Thema große Pläne und Management. Ich kann eine Sache tun und das tue ich allerdings. Ich überprüfe immer, eigentlich jeden Tag, habe ich mich selber verraten in einer Weise. Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu bleiben, zu sein und zu gucken, dass ich da nicht anfange, irgendwelche Winkelzüge zu machen, die mich selber nachher einholen und zu Fall bringen. Okay, gerade das Thema mit deinem Sohn, den ich ja auch kenne, das finde ich sehr spannend. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Ja. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz in die Musikunterbrechung machen, eine kurze Pause. Hartmut, hast du einen Musikwunsch dabei? Ach, ich habe ganz viel, weil Musik ist ein Teil meines Lebens. Ich mache selber Musik, aber jetzt Musik zum Beispiel Sting oder Beatles oder Phil Collins, das sind alles, das ist meine Zeit. Mhm. Und da kennst du sicherlich ja auch. Da werden wir was finden, da werden wir jetzt was hören und einspielen und bis gleich. Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine Ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info@pacecon.de. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute mit Hartmut Volle aus Frankfurt. Hartmut, du hast es ja gerade schon angesprochen, du schreibst auch sehr emotional auf deine Homepage über diese Begebenheit, dass ein Unfall deines Sohnes natürlich abrupt mit einer Querschnittslähmung sein Leben verändert hat und dann logischerweise auch das Leben deiner Frau und dir und der gesamten Familie. Ja. Diese Zeit bis heute, was man ja durchaus als riesengroße Krise beschreiben kann, wie habt ihr die gemeistert, wie seid ihr da durchgegangen? Also, wie sind wir da durchgegangen? Erstmal waren wir natürlich fassungslos, weil ich glaube, die meisten von uns, die wissen, dass es Unglück und Leid auf der Welt gibt, aber oft ist es ein bisschen weiter entfernt. Ob man es im Fernsehen sieht oder ob man es ja in der Straße weiter sieht, wenn es dann direkt dich trifft oder dann ist es nochmal anders und es ist überraschend, wie es einen trifft, nämlich erstmal wie ein Schock. Der Körper schockt, der Geist schockt, du fängst an nur noch zu funktionieren. Unser Sohn ist 7 Meter abgestürzt, er wäre tot gewesen, ist aber an einem vorgezogenen Balkon aufgeschlagen, das hat ihm die Wirbelsäule zertrümmert und schlimmer noch, einen großen Teil des Kopfes, als er dann aufgeschlagen ist, nochmal nach 3,5 Metern freier Fall. Das ist bis heute nicht reparierbar. Das bedeutet, das Leben dieses jungen Menschen, deines Kindes, ist mit einer Sekunde in einer Nacht vollkommen auf den Kopf gestellt. Das ist erstmal das Zentrum. Was geschieht mit so einem Menschen? Wie lebt er in dieser Gesellschaft weiter? Und oft schimpfe ich auf unser Gesundheitssystem, aber im Grunde genommen bin ich sehr dankbar, dass wir in Deutschland leben. Ich glaube, wäre es im Balkan oder wäre es woanders passiert, unser Max wäre nicht mehr da. Also das muss man mal drunter setzen, was da an Abfederung, an Hilfen möglich ist in unserer Gesellschaft. Und da bin ich immer dankbarer dafür geworden. Trotzdem bleibt viel zu tun, auch für uns, denn auch wir müssen das verarbeiten. Ich habe das war in Hanau. Er war in Hanau damals noch und hat gewohnt. Da hast du ihm eine Wohnung mit ermöglicht hinterm Goldschmiedehaus. Da habe ich ihn abgesetzt hinterm Goldschmiedehaus. Da gibt es so große Pflastersteine, sind das. Das ist da an dem Schlossplatz oder wie das da heißt. Am Messe, an diesem, wo die Messe auch, wo das Kongresszentrum ist. Und dann, es war ein wunderschöner Tag und warm und Mädels in kurzen, wunderschönen Kleidern. Mein Sohn ist unglaublich mühsam mit seinem Rollstuhl über dieses große, grobe Kopfsteinpflaster und plötzlich habe ich einen Heulkrampf gekriegt. Da habe ich gemerkt, was bei uns noch nicht bearbeitet ist, dass auch wir verarbeiten müssen, dass die Zukunft eines jungen Menschen mit einem Schlag eigentlich
fast ausradiert ist. Wir gehen hart durch diese Zeit, weil es ist nicht so, dass wir sind auf einer Linie aufwärts, wir sind eher auf einer Linie abwärts, weil diese permanente Medikamentengabe gegen die Epilepsie, gegen den Spasmus, gegen das in der Blase und im Unterleib, das macht den Menschen im Endeffekt auch kaputt, die Nebenwirkung. Der Max wird immer träger und schwerer, begeisterbar. Er lebt jetzt in einer integrativen Wohngemeinschaft in Gießen, von der Lebenshilfe Gießen getragen, wo Behinderte und Nichtbehinderte zusammenleben. Wir haben wieder ein bisschen Hoffnung, aber es ist und bleibt schwer und es ist uns auch bewusst geworden, das bleibt bis an unser Lebensende. Ist wie ein Schleier über unsere Familie und immer wenn ich jetzt arbeite, und ich arbeite viel, und da ein Anruf kommt und ich sehe, Gießen, da geht bei mir innen die Alarmanlage los. Also du lebst immer mit einer inneren Anspannung, da wird sich nichts erstmal ins Schöne, Gute lösen, sondern es bleibt die große Sorge. Ich denke an der Stelle völlig, völlig verständlich. Du hast auch viele Facetten angesprochen. Das Gesundheitssystem, na klar, man kann hier über alles immer wieder schimpfen, aber man sieht in solchen Momenten, auf welchem Niveau wir schimpfen. Ja. Dass doch bei uns sehr, sehr viel möglich ist, um Menschen zu helfen. Absolut. Du sprichst sowas an wie ein Kopfsteinpflaster in einer Altstadt. Mhm. Das ist klar, das ist für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, sofort eine Riesenbarriere. Mhm. Da stoppt erstmal alles, das realisiert man in diesem Moment. Deswegen war es für mich auch immer wichtig, in solchen Bereichen Barrieren auch zu minimieren, was Wohnungen betraf. Und da überziehen wir manchmal auch Dinge, weil da kommen Menschen mit wenn es barrierefrei ist, auch mit kleineren Dingen sofort zurecht. Also deinem Sohn ging es ja auch relativ gut in der Wohnung, ja. Soweit ich mich noch erinnere. Und dann ist es natürlich ein ganz, ganz schwerer Fall und viele Menschen, die solche Schicksalsschläge erlitten haben, die können, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen, dass es ein permanenter Druck ist. Ja. Das aber, denke ich schon. Ja. Aber es hat auch meine Perspektive verändert und unsere, nämlich, dass wir sehr, sehr glücklich sind, wenn wir gute Tage haben, dass wir genießen, was ist wichtig? Das hat sich alles sehr relativiert. Natürlich will ich gern verdienen. Natürlich will ich gern einen gewissen Luxus haben. Aber mach die Augen auf. Was ist in dieser Gesellschaft los? Und wie schnell kann sich das ändern? Und bei uns hat sich's an diesem 4. April 2012 in einer Sekunde verändert. Ja, da kann man euch weiterhin als Familie nur viel Kraft wünschen. Wobei natürlich diese Worte mit der Blickrichtung und der Veränderung des Blickwinkels und des dann daraus folgend des Genießens letzten Endes ja eine tolle Sache ist, eine gute. Daran anknüpfen in dem Zusammenhang, du engagierst dich auch für viele soziale Projekte. Ja. Rührt das daher? Was liegt dir da besonders am Herzen? Nee, das kam eher zufällig zusammen. Also ich wurde dann halt, weil ich so, ich würde mal sagen, ich bin ein B, C oder D Promi. So. Also ich bin jetzt wirklich nicht, ich heiße jetzt nicht Moritz bleibt treu oder Eminem oder so, aber ich heiße Hartmut Volle, spiele so mittelgroße Sachen und auch die Fernsehaufgaben sind größer geworden. Aber mich hat dann sich gewandt, als es darum ging, Botschafter zu werden für eine große Stiftung in Wiesbaden, die sich der Inklusion verschrieben hat. Aber das war, ehrlich gesagt, noch vor dem Unfall. Und ich habe gesagt, ja klar, also wenn das ein regional halbwegs bekannter Mensch sein soll, der es ab und zu da auftritt und die Dinge darstellt oder Geschenke entgegennimmt oder eigene Benefizgeschichten ankurbelt, mache ich das gerne. Und das ist dann auf eine irre Art und Weise sich verbunden mit unserem eigenen Schicksal, wo plötzlich unser Max in so einer Einrichtung dann gelebt hat in Wiesbaden. Und das hat mich nur bestärkt, dass wir... Wie soll man sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ohne solche Dienste eigentlich nicht auskommt? Dass es absolut notwendig ist, das hatte ich vorher noch schon kurz gesagt, von diesem "Ich sorge nur noch für mich" wegzukommen und sich zu engagieren und Dinge zu investieren, wo man erstmal vielleicht kein Geld dafür kriegt. Aber man kriegt was anderes. Und in der Verbindung von uns, denn die Probleme werden ja nicht geringer, die werden größer, in der Verbindung und im Austausch kann man vielleicht auch manche Dinge lösen, anders sehen. Auf jeden Fall ist es ein besseres Leben, meiner Meinung nach.
Ja, und die Einteilung von Promis jetzt in A, B und C, darüber ja, können wir uns auch streiten, weil ich glaube, da gibt es auch verschiedene ja, Sichtweisen. Ich finde einfach, Hartmut, du bist ein hochinteressanter Mensch mit ganz, ganz spannenden Einblicken und Blickwinkeln. Und nicht jeder sogenannte Top-Promi engagiert sich sozial für gewisse Dinge, schon gar nicht auch regional auch mal, ja, wo er sein eigenes Lebensumfeld hat. Ich glaube, da könnten viele mehr machen. Und ja, hundertprozentig. Und von daher, Hartmut, also bist du doch schon ganz oben angesiedelt aus dem Blickwinkel. Von dem Blickwinkel, ja. Ja. Gehen wir nochmal jetzt aber zu einem anderen Thema, weil was sicherlich auch deine Bekanntheit letzten Endes ausmacht, waren ja auch die Rentnercops, die im Fernsehen gelaufen sind. Und momentan, hast du mir erzählt, bist du wieder voll eingebunden ins Drehen. Ja. Also da wieder voll im Stress mit der Serie Rentnercops. Was macht die Serie für dich aus? Wie läuft der Dreh? Also diese ganze Fernsehgeschichte hat sich ja so entwickelt, ich war 13 Jahre lang Tatortkommissar in Saarbrücken, aber in der zweiten Reihe. Da habe ich die Serie nicht wirklich geprägt. Ich war immer dabei, immer wenn es einen Toten gab, ne, ich in meinem weißen Anzug, wo gab's, war auch manchmal stinklangweilig, DNA-Spuren, Fingerspuren und so Zeugs dazu suchen. Das hat sich, und ich wusste, dass ich weiter drehe, bin ja Rentner auch inzwischen, und als vor zwei Jahren Thilo Brückner starb, der diese Rentnerkopf-Serie eigentlich mitgeboren hat, zusammen mit dem Wolfgang Winkler, beide sind sie gestorben, war die ARD vor der Frage, was machen wir mit dem Ding, was da relativ gut läuft im Vorabend, immer mittwochs. Und dann haben sie sich entschlossen, sehr schnell, sehr zügig weiterzumachen mit einer neuen Besetzung dieser beiden Rentnercops. Und ich habe gesagt, mein Gott, ich bin auch jetzt schon 68 damals. Meine Agentin, habe ich gesagt, wirf mich auf den Schreibtisch. Und zack, wurde ich nach Köln eingeladen. Und gleich nach dem ersten Casting sagte mir der Produzent, halt mal deine Aufträge noch ein bisschen offen. Dann habe ich gedacht, hups, das klingt ja gar nicht so schlecht. Und dann kam gleich drei Tage, nennt sich dann später Beziehungscasting. Da werde ich dann mit anderen Partnern zusammen gespannt. Und da war unter anderem auch der Bill Mockridge dabei, der seine 6 Söhne hat. Luke Mockridge ist auch einer davon. Das ist alles ein wunderbarer kanadischer Holzfäller, der Bill. Und wir haben uns im ersten Casting schon sehr gut verstanden. Beide aber nicht gedacht, dass wir das kriegen, und haben es gekriegt. 4 Wochen später, wir mussten 4 Drehbücher lernen, waren wir bereits vor der Kamera, haben 8 Folgen gedreht, noch in der Corona-Zeit. Und du fragst, was das für mich bedeutet. Das bedeutet für mich auf verschiedenen Ebenen ein ganz großes Glück. Das ist, als ob der liebe Gott gesagt hat, den Voller, den bringe ich nochmal zum Laufen. Er kriegt auch was dafür, aber er muss ordentlich ran. Und genau so sieht die Nummer jetzt aus. Ne? Ich bin 5 Tage die Woche morgens ab 6 unterwegs bis abends meistens 8. Gehe nur in meine Wohnung. Ich wohne am Rhein. Die Produktion hat mir eine schöne Wohnung gegeben. Bin am Bücherlernen. Wir machen gerade 12 neue Fälle. Das heißt 12 Stunden Fernsehen. Die werden dann ab Februar wahrscheinlich oder März 23 laufen. Und es macht mich happy, auch wenn es manchmal anstrengend ist, eine Figur zu prägen. Also natürlich müssen die auf meine Person auch zugeschrieben sein. Und so ist es jetzt auch. Die Autoren zum Beispiel haben wir im ersten Fall gleich, denn Bill Mockridge mochte ich schon auf der Polizeischule nicht, konnten wir uns nicht ab, ne? Und da treffen wir uns, sind zusammengespannt in so einem Mafia-Fall. Und da sagt er ich habe ja durch meinen Unfall an der Kreissäge, für Hörer, die mich nicht sehen, da fehlen mir 2 Finger. Und dann sagt er als Rolle zu mir, hey, dir fehlen ja 2 Finger. Da sage ich, ach ja, stimmt, muss ich heute Morgen eine Eile zu Hause vergessen haben. Ne? Also so haben wir natürlich das alles eingebaut. Und diese kreative Arbeit, dass man sich selber mit einer Rolle verbindet, dass man diese Rentner-Cops, und das ist die Message dieser Sendung, dieser Serie besser gesagt, dass auch wenn wir im Rentenalter sind, sind wir noch nicht unbrauchbar. Gehören wir noch nicht auf den Sperrmüll. Im Gegenteil, da können wir noch Kräfte mobilisieren, wovon manch anderer lernen kann. Wenn wir auch jetzt nicht mehr im Hochleistungstempo, also da gibt's auch so Sachen, da haut einer ab, irgendwie ein Bankräuber, da sage ich, oh, den lassen wir laufen, den kriegen wir anders weh. Ne? Also ich mache doch meinen Herzschrittmacher da nicht auf Hochleistung. Also so, das sind so Sachen mit einer gewissen Art von Humor, das Älterwerden zu betrachten.
auch die Abgründe der Menschen zu betrachten, immer mit so einer Prise von Ironie, auch Selbstironie, das macht mich total happy. Und wir sind eng verbunden mit der Redaktion, mit den Produzenten, schreiben uns E-Mails, was kann man da noch reinpacken. Es sollen auch immer Inhalte sein, die vielleicht am Abend beim Abendessen jemand interessiert. Also wo man sagt, wie siehst du das mit der Überbevölkerung, weil das Thema der Sendung ist. Ja? Also solche Dinge zu berühren, ist auch mein Ehrgeiz, neben dem anderen nämlich gut zu unterhalten. Also das klingt auch alles total spannend. Und was mir gerade dazu eingefallen ist, du hast ja gerade gesagt, man gehört noch nicht zum alten Eisen mit dem Alter. Was mir da einfällt, ist die andere Seite der Medaille. Das Stehenbleiben, Loslassen und auch mal jemanden dann rennen lassen, weil man sagt, man macht's nicht mehr. Mhm. Für viele alte Menschen trifft natürlich auch zu, diesen Lebensabschnitt zu akzeptieren. Mhm. Und viele, weißt du, was mir so einfällt, die müssen sich im Alter auch mal zurücknehmen, einfach sagen, klar, ja, das konnte ich mit 25, ja, aber jetzt mit 70, ja, muss man akzeptieren, geht auch nicht mehr. Ne? Also das ist so die Kehrseite, die glaube ich, für viele ein Problem darstellt. Ja, ich glaube, alt werden ist nichts für Feiglinge, sagt man ja auch so. Ne? Und so da ist, glaube ich, vieles dran. Da ist irrsinnig viel dran, weil alleine im Gucken, das an einem selber so, ich nenne es immer Materialermüdung. Ja? Also der TÜV sagt, 100%ig. Okay, dann lassen wir nochmal durch, aber Abgastest und so, nein, müssen wir mal genauer gucken. Ne? Also so diese Ironie zu gucken, selber auch zu sehen, oh Scheiße, mit den Augen ist das nicht in Ordnung oder Arthrose im Knie, ich kann jetzt nicht mehr. Da muss man auch akzeptieren, wie du sagst, akzeptieren, ja, dass wir denn diese Art von Leistungsfähigkeit nicht mehr haben, aber wir haben eine andere. Und solange der Geist da ist, das ist ein großes Gut, dass der Kopf funktioniert, können wir die andere Dinge auch kompensieren. Da macht man halt langsamer, macht man andere Dinge und gibt sich auch damit vielleicht mal zufrieden und tut nicht mehr so, als ob man 25 wäre. Weil ich bin doch schon 28. Damit machen wir noch mal ein kurzes Musikbreak und sind gleich wieder da. Jo. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten. Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Wir sind wieder zurück auf Mathe 1, heute mit dem Schauspieler Hartmut Volle. Ja, Hartmut, du hast ja angesprochen, deine vielen Facetten. In Hanau warst du auch schon aktiv bei den Märchenfestspielen und viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden es auch wissen, du hast 2021 den Darstellerpreis bekommen und überreicht bekommen. Wie hast du die Märchenfestspiele in Hanau kennengelernt? Schilder uns das ganz kurz. Was ist das Besondere für dich? Und dann auch der Preis. Wie wichtig ist dir eine solche Auszeichnung? Ja, also kennengelernt habe ich die Grimmfestspiele, diese Märchenfestspiele schon viel früher. Das war so, ich würde sagen, Ende der 90er Jahre, als ich noch in Schöneck gewohnt habe mit meiner Familie. Wir wollten unbedingt einen Garten und sind damals dann hinter Schloss Philippsruhe gegangen, in der prallen Sonne. Die Kinder haben nach einer halben Stunde schon eine rote Birne gehabt, aber waren glücklich, was ihr da gesehen habt. Das war meine erste Kontaktaufnahme zu den Märchenfestspielen. Und dann, als der Frank Lorenz Engel Intendant wurde, den kannte meine Frau aus dem ersten Engagement im Staatstheater Oldenburg. Da waren die Kollegen. Der Kontakt ist nie abgerissen und dann hat er mir, so wie man das sich wünscht, da habe ich im Raimondtheater in Frankfurt gespielt, King's Speech war das damals. Und da sagte er, ich würde dich gerne haben als Kaiser im Käthchen von Heilbronn. Da sage ich, was zahlst du denn? Und dann hat er einen Bierdeckel genommen, eine Zahl draufgeschrieben. Ich habe draufgeguckt, rumgedreht und habe gesagt, ich komme. Und das war so wünsche ich mir das, ehrlich gesagt. Das war okay, das war nicht übermäßig toll, aber es war absolut okay. Und so begann eigentlich eine Liaison, die bis heute anhält und hat eigentlich für mich seinen Höhepunkt gehabt im Dorfrichter Adam letztes Jahr, den ich sehr toll finde, diese Rolle, die mit Lüge umgeht, mit Selbstlüge und mit die Menschheit in das
in das Licht führen. Und dafür gab es diesen Darstellerpreis. Und ehrlich gesagt, das hat mich sehr gefreut. Es ist toll, wenn eine Leistung, die wir ja nicht so oft wiedergespiegelt sehen. Man hört einen Applaus und dann ist vorbei. Und der Regisseur sagt, ja, war okay. So, und jetzt mal einen Preis zu kriegen. Und das hat mich sehr geehrt, muss ich sagen. Und hat mich froh gemacht, muss ich sagen. Preis, wenn jemand was Gutes macht, soll er einen Preis kriegen. Das tut gut, von innen raus tut das gut. Ja, absolut. Und jeder, der sagt, der braucht es nicht, muss man nicht nachvollziehen können. Und man sieht es ja an, du strahlst. Ja, klar. Schön, ja. Ja. Bleiben wir bei den schönen Dingen. Was war für dich in der Zeit jetzt in deinem Berufsleben das schönste Erlebnis? Ich glaube, das Schönste war, dass ich nicht nachgelassen habe zu gucken, wo gibt es Glück für mich. Suchen, Sachen verwerfen und wieder an und dann plötzlich merken, wenn man schon gar keine Hoffnung hat, kommt ein Anruf und sie sagen, du bist der nächste Rentnerkopf. Dass eine Suche nicht nachlässt, sondern dass man dran bleibt und merkt, ja, das Universum verliert nichts, es kommt zurück. Manchmal auf eine komische Art und Weise. Und das ist auch meine Philosophie. Ich glaube, was wir reinstecken in dieses Leben, ob das Beziehungen sind, ob das Geld ist, ist ganz wurscht. Nichts geht verloren. Und wenn ich böse Dinge tue, wenn ich lüge, wenn ich hinterfotzig bin, kriege ich irgendwann mal ordentlich auf die Fresse und das ist verdient. Und ich glaube, so ist es halt andersrum genauso. Und das ist mein tiefes Credo und da habe ich große Glücksmomente erlebt, dass plötzlich ein Anruf kommt und sagt, du bist dabei oder sonst irgendwas. Und das an das glaube ich, ja. Das klingt auch schön. Ja, das ist sehr schön. Ja, bleiben wir mal bei diesem Credo und bei dem Glück. Wenn wir jetzt mal träumen dürften, und du insbesondere, welche Rolle würdest du gerne einmal spielen? Gibt es da was? Ja, natürlich. Also es gibt auch im Theater, natürlich gibt es sowas wie King Lear, der Mensch, der am Ende Fazit zieht und fast dem Wahnsinn schon nahe ist, aber ein ganzes Leben an sich vorbeiziehen lässt. Dann gibt es einen Nathan, der Weise, der auf eine Art und Weise sagt, in dieser Welt, zeig mir den Unterschied von drei Ringen, was Islam, Judentum, Christentum, was ist denn die Wahrheit? Wir sind nicht in der Lage zu sagen, das ist besser und das ist schlechter. Und diese großen Menschheitsfiguren, die in der Literatur da sind, die zu spielen, ich habe eine Menge schon gespielt, wir haben Hamlet, Faust, Mephisto, Mackie Messer und wie sie alle heißen, schon gespielt, aber da gibt's immer noch natürlich Wünsche, das ist ganz klar. Aber und im Film ist es halt einfach, ist es Rollen, ich spiele gerne Rollen, die nicht so geradlinig sind, sondern die gebrochen sind in einer bestimmten Art und Weise, weil es gibt nicht das Glück. Darum interessieren mich manche Filmchen überhaupt nicht, die alle so glatt daherkommen und dann gibt's hinterher ein Happy End. Nee, Menschen haben andere Dinge erlebt, da gibt's eine andere Ebene drunter und die möchte ich auch spielen. Das ist erst spannend. Gibt's gar keine besonderen, es gibt ein paar Regisseure, mit denen ich gerne arbeiten würde. Matti Geschenek ist so einer, der die Wannsee-Konferenz neulich, das war ein Fernsehfilm, grandioser Film, ganz stiller Film. Mit solchen Leuten würde ich natürlich gerne arbeiten, aber der liebe Gott hat mich schon auch beschenkt. Also so ist es nicht. Aber man sieht, da ist noch vieles, was noch kommen könnte. Apropos Literatur, Theater, man weiß ja auch von dir, du hältst Lesungen für Kinder und Schüler, liegt dir ja auch am Herzen. Wie siehst du das, wie wichtig ist Theater, Literatur diesen Kindern und also den Schülern, Schülerinnen und Schülern näher zu bringen? Wie wichtig ist das aus deiner Sicht? Ich finde das eminent wichtig, weil es ist das Publikum von morgen und nicht nur das aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist, wenn heute nur noch in Schlagworten gesprochen wird und ein Satz mit Nebensatz kaum mehr gesprochen wird, ein Relativsatz, dann ist das ein Gut, was gepflegt werden muss. Sprache, Verständnis von Sprache, Lesen,
Theater gucken, all das gehört dazu. Diese Schnelligkeit der Bilder, die wir durch dieses Gucken von Clips eigentlich, wir gucken ja gar keine Filme mehr, wir gucken Clips. Ich merke es ja auch bei uns im Film, werden immer die Schnitte schneller und schneller und so. Nein, die Langsamkeit, so wie wir, die Zeit, die wir brauchen. Und das kann man übers Theater vermitteln. Gedanken und Sprache. Und ich glaube, daran wird viel hängen, weil der Weizsäcker hat das mal gesagt, der damals Richard von Weizsäcker, wenn wir dieses Gut vernachlässigen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn im Endeffekt dann wirklich viel dummes Zeug geredet wird und viele dumme Menschen auch in wichtigen Positionen sind, weil eine gewisse Bildung und dadurch durch das Durchblicken von Zusammenhängen ist notwendig, dass in unserer Gesellschaft, dass vernünftige Entscheidungen getroffen werden, dass vernünftig kommuniziert wird. Diese Bösartigkeit der Kommunikation in den sozialen Medien. Ich kriege einen Hals, wenn ich sehe, mit welcher Dummheit da teilweise argumentiert, verurteilt und gehetzt wird. Und gut, da ist ein Wunderpunkt, weil ich merke, was da gesündigt wird, wie schnell auch Menschen zerstört werden dadurch. Und da muss man Einhalt gebieten. Und da ist, glaube ich, Theater, gute Schulausbildung, viel zu lange vernachlässigt, der Grundstein. Ja, dafür kann man nur eine Lanze brechen. Und im Übrigen, was du gerade gesagt hast, gerade diese negativen Auswirkungen von Social Media, absolut, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ja. Also was da auch für Schäden angerichtet werden können bei vielen Menschen, das ist schlimm und daran muss man arbeiten, so viel wie möglich da zu verhindern. Da bin ich absolut bei dir. Machen wir mal eine schnelle Schlagwortrunde. Absolut. Dass du einfach mal sagst, was liegt bei dir? Ja. Tee, Kakao oder Kaffee? Kaffee. Schwarzwald, Ostsee oder Harz? Ostsee. Museumsschwimmbad oder Kinobesuch? Kino. Ah, sehr gut. Unser Partner Kinopolis wird sich an der Stelle sehr freuen. Kino. Sehr, sehr schön. In diese Welt entführt werden, was gibt's Schöneres? Lesen, Radfahren oder Sauna? Sauna und Lesen. Lesen in der Sauna. Lest in der Sauna. Nein, nachdenken in der Sauna. Wird irgendwann ein bisschen anstrengend. Ja, das findet sich auch dir und die Seiten werden nass. Musical, Theater oder Kinorolle? Also jetzt meine eigenen, ich habe auch viele Musicals gemacht, eigentlich die Mischung macht's. Ich bin jetzt in der Lage, Gott sei Dank, auch Dinge auszusuchen und ich werde auch wieder Theater spielen. Ich werde auch wieder vielleicht nochmal ein Mr. Higgins spielen in My Fair Lady. Aber ich hoffe, Schwerpunkt ist drehen, ganz klar. Ich will Kinorollen spielen. Ich will den Vorabend, natürlich die Serie, weiter pflegen, vielleicht noch Jahre. Der wird immer verrückter, wie gesagt. Ob er so lange noch funktioniert und laufen kann, macht das. Ja, sehr schön, ein klares Ziel. Ja absolut. Ja. Zum Entspannen bei all dieser Anstrengung, wo geht dein nächster Urlaub hin? Eben, wir machen wenig Urlaub, weil einfach im freien Dasein unseres Berufes musst du eigentlich immer Gewehr bei Fuß sein. Wenn ein Anruf kommt und sagt, kannst du nächste Woche nach Dresden einen Film machen im Erzgebirge oder weiß ich, musst du da sein. Aber was sich schön verbunden hat, ich habe auf Schiffen gearbeitet und da mit meiner Frau zusammen Duo-Programme gemacht mit der MS Europa 2 und da sind wir über den Ozean gefahren. Da ist meine Sehnsucht. Kein Internet, nur Wasser. Die wichtigste Frage des Tages, wie blau ist das Meer heute? Und dann dem Kopf endlich mal die verdiente Ruhe geben. Sehr schön. Das war ein gelungener und schöner Abschluss. Hartmut, vielen Dank für deinen Besuch auf Mathe 1. Ja. Eine letzte Frage habe ich aber noch mit einem klaren Ziel, was du gerade formuliert hast. Wann kann ich mal als Statist bei dir auftreten? Ich werde dich als Leiche einbauen. Na, danke. Ich guck mal, dann wirst du sehen, wie knochenhart dieser Job ist. Ja, schön, dass du hier warst. Ja. Hat mir sehr gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächsten Samstag. Dein Sound. Deine Stadt.